Von einem Hornsignal habe ich aber nichts gewusst. Wo denn? Irgendwo hier hinten? Ah. Was habe ich jetzt ausgelöst? Stimmt das, was ich gehört habe? Ihr habt Korypheus schon mal getroffen? Wir haben nicht zusammen Tee getrunken, Funkensprüher. Ich war dort, als er erwachte. Und was hat er gesagt? Hallo, ich bin einer der Magister, die in die Schwarze Stadt marschiert sind. Freut mich, euch kennenzulernen. Nein, eher. Ah, ich bin ein Wesen der dunklen Brut. Thymar, Thymar! Dann hat Hawk ihn getötet. Aber nicht sehr gründlich, wie es scheint. Was ihr nicht sagt. Sie haben es geschafft. Unglaublich, dass sie die Welle zurückerobert haben. Wir sollten den Master war jetzt nicht so schwierig. Ist von Untoten umzingelt und abgeriegelt. Was geht hier vor? Was ist hier passiert? Freikämpfer sind blaues Feuer, das hatten wir doch schon. Aber die Freikämpfer sind nur Deserteure der Armee. Wie hätten sie das machen sollen? Betritt Fort Rivasan. Da muss ich eh irgendwann hin, aber erstmal möchte ich dahin. Das hier sind also Orlesianer. Rebellen, Magier, ich hasse sie allesamt. So. Ach, und hier sind immer noch diese komischen Freikämpfer. So, und einmal ziehen. Und einmal noch. Und, oh. Na komm. Aber er hat schön geschrien. Und die 5. Und die 4. Und 3. Und die 1. Und weiter angreifen. Cool. Wir sind schon ein gutes Team geworden inzwischen. Gut, bis auf die komische verrückte Elfe, die ich niemals mitnehmen werde. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Weil die ist mir wirklich zu suspekt. Die nimmt es mir auch übel, dass ich nicht mit ihr spreche. Aber ganz ehrlich, sie ist mir zu verrückt. Hallo. Ach, Hallas sind das. Ah. Das ist wahrscheinlich der Baum. Was ist das? Das ist... Nein, andere Frage. Was ist das da oben, was aussieht wie ein riesiger Mabari-Kopf? Da, wusste ich es doch. Na komm. Ah. Ja, ist ja gut. Jetzt plündern, bitte. Hallo. Hallo? Warum geht das nicht? Irgendwas ist noch... Lol, wirklich das Halafi da hinten? Muss ich das jetzt wirklich erledigen? Warum seht ihr mich so an, Dorian? Ich versuche mir vorzustellen, wie ihr in einem Kleid aussehen würdet. Oh mein Gott. Träumt weiter. Wenn mich mein Onkel nicht in ein Kleid zwängen konnte, könnt ihr es erst recht nicht. So, okay, alle tot. Das heißt, wir müssen jetzt Outfight kommen. Jawohl. Glaube ich, hat er da echt mit einem Schuss 3 gekillt? Krass. Quest abgeschlossen. So, was machen wir jetzt? Wir schließen den Ristort. Außer die Viecher sind zu stark, dann renne ich kreischend weg. Aber es ist... Na gut, Stufe 12 ist noch okay, wenn es nur Bogenschützen sind. Das sind noch diese ekligen Schrecken. Aber den Bogenschützen mache ich mir. Und der Schildschlag. Nein? Okay.
Und interrupten. Na komm. Na komm. Na komm. Und Damage. War wahrscheinlich ein bisschen spät angefangen, aber... Da, den Schrecken. Fuck. Und die 4. Und weiter angreifen. Perfekt. Bäh. Nee. Das Ding benutze ich jetzt nicht. Auf. Aber den hier. Komm, stirb. Und zwei. Und der Hit. Der Wiedergänger hält echt einiges aus. Unglaublich. Tank oder was ist das? Und jetzt schließen wir den Riss. Ausgezeichnet. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Da unten Risse. Das mache ich dann irgendwann so. Jetzt ist erstmal das Ding da dran. Macht plus 2. Perfekt. Wir brauchen nämlich Macht jetzt, um diese ganzen Dinger freizuspielen. Oh. Varric. Tat weh. Und die 1. Ich mag es irgendwie mit Varric und Bianca zu spielen. Das klingt auch ein bisschen falsch. Und die haben alle ein Level Up, oder? So. Und die 3. Auch schön, dass man sich dabei bewegen kann. Cool. Ich frage mich zwar, warum ich jetzt gerade das ganze Lager aufräume, aber... Naja. So, wieder mal wechseln. Ah, da hinten ist jemand, dem wir mal helfen sollten. Glaube ich, dass wir ihm helfen sollten. Nur die Frage ist mal wieder, wie kommen wir da hoch? Das finde ich hieran echt nicht so toll. Wie komme ich da hoch? Da ist nämlich wieder jemand.
meins. Vor allen Dingen ist da oben wieder so ein ekliger Schrecken. Ich mag die Dinger nicht. Ich mag sie ganz und gar nicht. Könntest du mich mal bitte durchlassen? Na komm. Geht doch. Ah, da. Und der Charge. Und bam. Und wo ist er hin? Und bam. In your face. So, und da geht er down. Könntest du bitte? Perfekt. Und verbrennen. Und dann schnappe ich mir mal Varric. Dann gehen wir mal hier runter und knacken mal diese Tür auf. Das ist nämlich das Gute, dass der das kann. Und hier unten ist irgendwas. Verwundeter Chevalier. Wer ist da? Philipp? Bist du das? No. No, no. No, no, no. Lasst mich euch helfen. Nicht bewegen. Ich will euch helfen. Nein. Kein Sinn. Tod. Oh. Ich bin tot. Ich weiß es. Bitte. Bitte bringt das hier zu Kommandantin Jehan. Die Zitadelle. Oh. Nördlich von hier. Sagt ihr, dass ich sie liebe? Okay. Das krieg ich hin. Warte, war es oder w Ich glaube, es war w So. Ah, da ist das Horn, was ich dann blauen muss. Da muss da hinten irgendwo auch noch so ein Leichenort sein. Nee, darum geht's in der Quest hier anscheinend nicht. Warum dann? Aber das ist ja wieder so ein unterirdisches Ding. Oder muss ich mich selber wegschießen? Scheint unterhalb zu sein. Aber wo ist der Eingang? Sehr merkwürdig. Na gut. Bauen wir einfach noch das letzte Lager auf. Oder die letzten beiden Lager auf. Oder oben ist wieder was. Aber so komme ich dann nicht hin. Aber ich bin wahrscheinlich wieder zu früh runtergesprungen, oder? Mist.
Also wenn das der letzte ist, dann hat sich das echt gelohnt. Nee, nicht ganz. Schade. Geht sich das nur mit Auto-Attacks oder auch mit Fertigkeiten? Ich glaube auch mit, nur mit Fertigkeiten. Und die 1 bitte nochmal. Okay, nochmal. Und gleich portet er sich wieder. Und jetzt ist er da hinten und ich kann... Oh. Ist er da hinten und ich kann ihn zerlegen. Dorian, könntest du bitte... So. Und verbrennen. Ach, okay, da hinten ist das Horn. Und da muss ich jetzt echt den ganzen Weg wieder laufen. Ist ja ätzend. Keine Angst, ich mach gleich den Level up mit meinen Helden. Aber ich möchte erstmal nochmal das Horn blowen. Andere Frage, wie soll ich da... Fleischige Rebe? Really? Ach nee, Flechtrebe. Ich habe fleischige Rebe gelesen. Freudsche Gedanken oder sowas. Nein. Höp. 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 So. Höp. Höp. Ja, reicht. Ich wollte hier ein bisschen Assassin's Creed-Feeling haben. Oh, dieses Horn. Die Inquisition fasst mehr und mehr Fuß. Die Inquisition ist mächtig. Die Inquisition ist gut. Da hinten ist auch wieder eine fleischige... Nee, das ist nur der Kopfschutz von so einem Orlesianer. Das verwechselt man aber auch schnell. Fleischige Rebe, Orlesianer, Kopfschutz. So, und wo war hier hinten jetzt irgendwo noch ein Lager? Wir sollten das Gebiet durchsuchen. Warum? Ich möchte vor allen Dingen erstmal mein Lager errichten. Und zwar hier hinten. So. Wäre das nicht ein geeigneter Ort? Ja, wäre es. So, perfekt. Risse, Risse, Risse. Was ist das? Ein vertrauter Ring und unerledigte Geschäfte. Und jetzt geht's da hinten. Oh, weißt du was? Aber da nehme ich mal mein treues Pferd. Hopp. Jeha. Mir ist aufgefallen, ich habe gar keinen Vorratsmeister mehr, seitdem der letzte erbärmlich verbrannt ist in Helven, ne? Ja. Kann das sein? Also jetzt, also hier die, wo wir damals die... das ignoriere ich mal ganz, ne? Danke. Ach komm. Komm.
Und frisst mein Schwert. Problem ist ja, dass die Mistviecher immun sind gegen Brennen. Das heißt, dass der Stab von Dorian eigentlich nicht so klug wird. Apropos Dorian. Ja, ist Gilea schon. So, anwenden. Fähigkeiten zurück. Cassandra. Ich glaube, da hatte ich soweit alles fertig geskillt, was ich skillen wollte. Geht hier noch was? Gesegnete Klinge. Das klingt gut. So ein bisschen auf Templar trimmen. Und dann haben wir noch Varric. Varric und seine gute Bianca. Nehmen wir das hier. So, und dann mache ich einmal eine kurze Aufnahmepause. Bis zur nächsten Folge Dragon Age Inquisition. Bis dahin, tschüss. Und da kommt eventuell...